Hallo meine Lieben, ich bin endlich mal wieder da mit einem Adventskalender-Video. Ich konnte leider die letzten Tage keine Videos machen, weil ich krank war. Oder bin, besser gesagt. Ja, relativ starke Erkältung und ich wollte euch das nicht antun, mir beim Rotzen so zu hören sozusagen. Und deswegen werde ich jetzt auch alles zusammenfilmen, also mit 24. komplett alle durch, vom 19. an. Wir haben heute auch schon den 24. Dezember. Ich möchte euch noch frohe Weihnachten wünschen. Allen, die das Video jetzt sehen, natürlich. Ja. Guten Rutsch weiß ich noch nicht, ob wir uns. Nee, weiß ich nicht, ob wir uns nicht vorher nochmal sehen. Deswegen. Ja, ich wünsche euch natürlich trotzdem guten Rutsch. Also, ne? Aber vielleicht sehen wir uns vorher trotzdem nochmal. Mit einem anderen Video oder so. Ich denke schon. Und. Ja, ich habe auf jeden Fall noch Ü-Post auch hier, die filme ich heute auch noch ab. Und ich möchte jetzt ganz gerne alle Kalendervideo-Päckchen zusammen jetzt hier drin auspacken. Bin schon total durcheinander im Moment. Ja, ich mache immer den Tag so durch und dann fange ich beim nächsten Tag an am besten. Und zwar mache ich es genauso wie sonst auch immer. Ich fange wieder an mit dem Tausch-Adventskalender von meiner Gruppe. Den 19. Dezember eben. Und bin schon sehr gespannt, was da diesmal drin ist. Ich werde mir meine Schere zur Hilfe nehmen. Das kommt von der lieben Galina. Finde ich immer sehr schön, wenn ihr das rausschreiben tut. Bei einigen weiß ich es aber auch. Mal gucken, was sie denn diesmal eingepackt hat. Das ist, glaube ich, das dritte Päckchen jetzt von ihr. Ja, müsste. Und das ist Fimo, so wie ich das sehe. Und zwar hat sie hier so einen Weihnachtsanhänger gemacht. So einen Schneemann. Mit einer richtig coolen Karotte. Und hier einem Frack. Frack sage ich schon. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Hier sind auch Sticker drauf. Hat sie alles schön lackiert. Ja. Hier an so einem Bändchen. Hier, frohe Weihnachten. Dankeschön, liebe Galina. Mir gefällt's gut. Packen wir da hin. Dann packe ich den 19 von der Scrapbook-Werkstatt aus. Ja, falls ihr mich ein bisschen husten hört und so, das kann ich nicht wirklich vermeiden. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Mal gucken, was wir denn heute hier drin haben. Oh, Bändchen. Und zwar haben wir hier, das sind Sticker, cool. Oh, das finde ich cool. Das sind so Buchstaben- und Wortsticker. Die sind definitiv cool. Das ist ein Bogen. Haben sie wieder zerschnitten, damit sie es reinkriegen. Das finde ich definitiv cool, weil sowas kann ich im Moment echt immer gut gebrauchen. Und dann haben wir hier zwei so eine Kordelbänder in rosa und blau-weiß. Finde ich auch sehr cool, weil ich mag diese Bänder sehr, sehr gerne. Dann haben wir den 19. von der Jennifer. Die liebe Jennifer hat mich auch schon angeschrieben, weil sie auf Videos gewartet hat. Es tut mir wirklich leid, dass ich keine machen konnte. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich den Adventskalender bei dir gekauft habe. Und ja, vielleicht kaufe ich ja nächstes Jahr wieder. Mal gucken. Ah, die Box finde ich außerdem echt cool. Die gefällt mir. Mal gucken, was wir hier drin haben. Ah, Standteile. Glaube ich. Wartet, ich komme mal raus. Das Video könnte ein bisschen länger gehen. Das ist ein Fuchs. Ich will diese Fuchsstanze. Mal gucken, vielleicht wird das ja was. Weil ich will mir ja vielleicht dieses Dementoren blablabla Starter-Set holen. Und da will ich unbedingt diese Stanze mit bestellen, denn das weiß ich nämlich schon. Muss aber gucken, ob ich mir das wirklich leisten kann. Hier haben wir erstmal so einen Tag, würde ich jetzt sagen. Finde ich auch mal ganz cool. Dann haben wir hier so einen Tag. Ich glaube, das ist alles. Ist das bestempelt oder ist das so gewesen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, dann haben wir eben den Fuchs, den hat sie gemacht.
Den, wie gesagt, die Stanze dazu will ich unbedingt haben. Also das ist somit die nächste Stanze, die ich mir wünschen tue. Dann haben wir hier solche von Herzen, die sind auch immer sehr schön, gefällt mir sehr gut. Haben wir hier, glaube ich, noch mehr. Ja, ist noch ein dritter. Auch noch ein vierter sogar. Dann haben wir hier Sterne und Luftballons. Luftballons sind auch mal richtig cool. Ich glaube, dafür müsste ich mir noch mal echt eine Stanze besorgen oder irgendwas. Oh, guck mal. Ich glaube, ich habe den auf. Ja, die sind silberne. Die sind cool. Noch mehr Luftballons. Oh, was haben wir hier? Ach, das ist so ein Elch, würde ich jetzt sagen. Dann haben wir hier ganz viele Blümchen. Ja, das sind so Eiskristalle, würde ich jetzt eher sagen. Diese beiden. Und das sind jetzt, glaube ich, alles so Blümchen. Halbe manchmal. Manchmal so, manchmal so. Ich glaube, die sind jetzt alle gleich. Gerade Blümchen kann man ja immer gebrauchen. Ich denke, das weiß jeder Bastler. Ja, die sind ja alle gleich jetzt. Dankeschön, liebe Jennifer. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir den 20. Das zeige ich wieder als erstes den Tauschkalender. Das kommt von der lieben Heike, das weiß ich. Sind wieder zwei Päckchen dran, ne? Fange ich an. Mal gucken. Hier haben wir. Ich glaube, das ist ein kleines Mini-Album. Das mal. Ach ja, das Holzteil. Das werde ich mir auch noch abmachen. So, und zwar haben wir hier ja so ein. Ja, nee, ein Goodie-Bag. Das ist ein kleines Goodie-Bag. Mit so ein bisschen Verzierung dran. Ne? So eine Halbperle als Herz. Und hinten auch ganz schlicht. Mal gucken, das ist mit Klett zu. Da was drin ist. Ja, da ist sogar noch was drin, ne? Und zwar sind das hier ein paar halbe Doily. Nee, sind. Achso. Okay. Sind, glaube ich, die normalen, die man immer kriegt. Naja, müsste. Ich arbeite mit Doilies sehr gerne. Packen wir wieder rein. So. Und mal gucken, was hier noch drin ist. Ah, das ist, glaube ich, was Süßes. Ja. Da ist noch was drin. So. Und zwar haben wir hier wieder Knöpfe drin, zwei Stück. Das sind immer so selbstbezogene Knöpfe. Ich habe so einen Teil nämlich auch so ein Selbstbeziehen und alles. Ich mag das nur eher nicht so. Weil ich die Knöpfe sowieso nicht wirklich benutzen tue und ja. Ich weiß auch nicht, ob man die aufkleben kann. Das könnte man die ja auch so benutzen. Und dann haben wir hier eine Haribo Christmas Tüte. Die schmecken auf jeden Fall sehr gut. Die letzte habe ich schon gefuttert. Dankeschön, liebe Heike. So, hier war sehr cool. Ich versuche das mal ein bisschen enger zu gestalten hier gerade. So, ich hoffe, man sieht noch ein bisschen was. Dann haben wir von der Scrapbook-Werkstatt den 20. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil das relativ gut gefüllt ist diesmal. Ja, ich sehe. Gucken, was hier drin ist. Das sieht aus wie Stanzteile. Und zwar haben wir als erstes hier so Folienteile. Einmal hier mit so Herzchen in ja, verschiedenen Farben. Und hier steht drauf Quasi, glaube ich. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ne. Also ihr seht schon, er mag mich. Hier, jetzt geht's. Steht Quasi drauf. Dann haben wir hier noch einen Schriftzug. Hier steht Happy in Blau.
Haben wir hier Herzchen, eine Giraffe, eine Feder, ein Tag, hier so eine Blümchen, hier so eine zwei Journal Cards. Und hier haben wir noch mehr so eine Folienteile. Und zwar hier haben wir so ein Herzchen mit, ja, mit dem Spruch. Und hier haben wir so ein Teil. Die finde ich eigentlich ganz cool. Mal gucken, was ich damit mache. Das. Dann von der lieben Jennifer haben wir hier so eine Box diesmal. Da gucken wir wieder rein. Mal gucken, was da drin ist. Ein Stempel. Wir haben wieder einen Stempel. Und zwar haben wir hier was. Oh, cool. Ein Schlüsselstempel. Der ist wirklich cool, der gefällt mir. Das ist, glaube ich, mein erster. Nee, mein erster ist es nicht. Aber mein erster Holzschlüsselstempel auf jeden Fall. Weil ich Holzstempel habe ich ja so gut wie gar nicht. Dankeschön, liebe Jennifer. Habe ich mir hier mal zu. Das seht ihr, glaube ich, nicht mal. So. Dann packen wir beim 21. So haben wir hier wieder den Tauschkalender. Da weiß ich jetzt nicht, von wem das war. Ist wieder in so ein Tütchen eingepackt. Mal gucken, was wir hier haben. Ich glaube, ein Anhänger. Lecker. Nee, ist nicht so weiter drin. So haben wir hier ein Kärtchen. Liebe Grüße von Ramona. Ach, das ist die liebe Ramona war das diesmal. Dann ist das nächste auch die Ramona. Und zwar haben wir hier ein Tütchen. Thank you und so. Das sind die von Doreen Beats. Ah, und da ist so ein selbstgemachtes Teilchen drin. Mal gucken. So ein Bottle Cap. Oh mein Gott, Schatz. Schaut mal. Gorgeous. Ich liebe Gorgeous. Yay. Mit so Perlen dran und mit so einem Totenkopf dazu. Dankeschön. Also das gefällt mir wirklich gut. Das wird auch gleich wieder an meine Wand wandern. Dann 21. von Scrapbook-Werkstatt. Mal gucken, was wir hier haben. Sticker. Sehe ich schon mal. Und wieder so ein komisches Teil. Da hat mir ja, glaube ich, jemand letztes Mal geschrieben, die muss man nur halb auseinanderpacken und dann kommen die auf eine Karte. Das wusste ich auch nicht. Mal gucken, ob ich das jemals verwenden werde. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Kommen die wirklich auf eine Karte? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber den bekomme ich jetzt auch locker rum. Bevor der irgendwie auch doof aussieht dann. Mal gucken, was ich damit mache. Und dann haben wir hier so Sticker drin, ne? So Goldsticker. Und die finde ich immer richtig cool. Falls der Fokus den sollte. Aha. Also die gefallen mir wirklich gut. Dann haben wir von dem Jennifer. Die 21. Und das ist wieder ein relativ großes Päckchen. Da bin ich immer gespannt, was da drin ist. Mal schauen, was wir da drin haben. Ein Tombow? Im Ernst? Ist das jetzt im Ernst? Du hast ein Tombow reingepackt? Gibt's die von Dings? Von Stamping Up? Ich krieg das nicht ab. Das ist echt ein Tombow. Na! Jetzt packt's aber hier. Hast du sehr gut festgeklebt? Man kriegt es nämlich kaum ab. So, ich hab's raus und das ist echt ein Tombo. Ist der jetzt echt von, nee, der ist aber nicht von Stamping Up. Oder? Das wüsste ich jetzt nicht, dass es den von Dings, also dass es den von Stamping Up gibt. Finde ich aber mal richtig cool, weil die wollt ihr schon öfter ausprobieren und bestellen. Hab ihn bis jetzt aber noch nie bestellt. Und freue mich jetzt gerade echt mega, dass du mir den eingepackt hast. Das ist richtig cool. Also wirklich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also den werde ich dann definitiv mal testen auch.
und vielleicht dann auch nachkaufen. Dankeschön dafür. Dann kommen wir zum 22. Hier von dem Tauschkalender wieder. Das dürfte dann auch wieder von der Ramona sein. Gucken, was wir hier drin haben. Haben wir auch wieder von der Ramona. Und es ist wieder ein Bottle Cap. Ja, es ist wieder von der Ramona. Aber das wusste ich vorher. Ah, ein Magnet haben wir diesmal drin. Und zwar hier so ein. Dankeschön. Dann haben wir von der Scrapbook-Werkstatt. Hier ist diesmal nicht viel drin. Zumindest merkt man da nicht viel. Mal gucken. Okay. Okay. Noch mehr? Nö. Mehr ist doch nicht drin. Also das ist wieder so ein Tag für sich, würde ich sagen. Das ist ja ein Fähnchen. Ich verstehe auch nicht, was man immer mit so Resten soll eigentlich. Weil das sind ja Reste eigentlich. Das ist immer ein Teil oder so von etwas. Und ja, da kann man nicht viel mit anfangen. Ja, dann hier so ein Tag. Ich finde die Sachen durchaus mal ganz schön. Aber ja, was macht man nachher wirklich damit, ist die Frage. Dann mache ich am besten weiter mit der Jennifer. Die 22. Haben wir hier auch noch mal so ein langes Päckchen. Da habe ich auch noch nicht reingeguckt, auch wenn das Päckchen wie so auch immer auf ist. Ah, da sind wieder so Teile drin, das ist ein Zusammenbasteln, glaube ich. Tütchen ist leer. Okay, hier ist ein Plastikteil diesmal bei. Und hier ist so ein Teil bei. Das ist auf jeden Fall eine Box, das sehe ich. Das ist eine Box zum Zusammenbauen. Wo kommt das Plastikteil hin? Kommt das denn da rum? So, dass man vielleicht ein Bild dran machen kann? So, also das könnte ich mir gerade vorstellen. Weiß ich nicht. Das musst du mir erklären, liebe Jennifer. Wusstest du, dass Plastikteil dann dabei ist bei der Box? Die Box gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Boxen kann man ja immer gebrauchen. Und vor allem kann man die auch durchaus im Nach... ja, malen sozusagen und dann nachbasteln. Wo bin ich? Vom 23. Ja, wir sind schon beim 23. wieder der Tauschkalender. Hier bin ich mir auch nicht sicher, von wem das jetzt sein könnte. Weiß ich leider nicht mehr. Ah, hier haben wir wieder Card Candies. Und zwar haben wir hier solche Card Candies diesmal. Also die Blümchen, die gefallen mir sehr gut. Auch die Vögel. Ihr seht, da ist jetzt nur ein Vogel. Also die gefallen mir auch wieder sehr gut. Dankeschön dafür. Steht noch was drauf? Ah, das sind sogar Bretts. Ach, die Blumen. Ja, okay, ist klar. Ich verstehe. Für das. Dann wieder den Scrapbook-Werkstattkalender. Da ist noch was. So, zwar haben wir hier so einen Clip drin. So, die kann man auseinanderklippen, diese Teile. So ein Clip. Dann haben wir hier so einen Clip noch. Und hier haben wir Sticker, Streifen. Ich würde sagen, das sind ja, zwei verschiedene Sorten von diesen Stickerstreifen und so. Die es auch bei Doreen Beats gibt, hier mit diesen Punkten und dann dicke Streifen, dünne Streifen und so weiter. Das seht ihr. Ja, jetzt seht ihr das ganz gut. Okay. Dann, lieber Jennifer, die 23. Da haben wir hier so ein Kästchen. Ich mach das mal ab.
ich es hinkriege. So. Mal gucken, was da drin ist diesmal. Auch wieder so eine Rollen. Von diesem Band. Oder Kordeln, würde ich jetzt eher sagen, ne? Gelb und ja, so. Ja, grün. Grün ist es auch nicht ganz. Geht auch ein bisschen ins Blaue. Dankeschön. Dann haben wir. Ja, die 24. Fangen wir jetzt an. Und zwar wieder vom Tauschkalender. Mal gucken, was so eine 24 ist. Das ist zum Beispiel auf jeden Fall von der Angela. Und von der Angela habe ich auch Überraschungspost bekommen, Weihnachtspost. Die werde ich auch noch auspacken jetzt hier nach. Mal gucken, was wir hier drin haben. Okay, oh, das hat sie süß gemacht hier auch drin mit dem Weihnachtsmann, wollte ich schon sagen, Schneemann. Bevor wir überhaupt keinen Schnee haben. Die sehen sehr interessant aus, die Teilchen. Die sind auf jeden Fall richtig cool zum Dekorieren. So eine Heidenarbeit, glaube ich, so eine Teile zu machen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie du die machst. Interessant finde ich es. Da sind 5 Stück von drin. Die werde ich auf jeden Fall verarbeiten. Dankeschön. Dann haben wir. Ja, Scrapbook-Werkstatt, 24. Im letzten Päckchen. Mal gucken, was wir da noch drin haben. Es ist mal ein Washi drin. Ja, ein Washi-Tape und zwar so ein Zentimeter-Tape sozusagen. Und das finde ich jetzt wieder richtig cool, weil sowas wollte ich mir eh schon mal kaufen. Ja, doch, das finde ich cool. Das finde ich genial. Und dann haben wir noch 2 Päckchen, nicht nur 1. Von der Jennifer. Also sie hat mir nämlich anscheinend 1 extra eingepackt. Und zwar haben wir einmal die 24 und einmal hier so 1. Und ja, ich mache natürlich erst die 24 auf. Mal gucken, was wir bei ihr drin haben. Oh, ein Washi-Tape. Cool. Da auch noch wieder ein Washi-Tape. Oh, das ist ein cooles Washi-Tape. Guck mal, mit Schrift hier. Da bin ich ja totaler Fan von sowas. Sowas mag ich sehr gerne. Dankeschön. Also wirklich herzlichen Dank für deinen Kalender. Ich freue mich da so jeden Tag drüber, den auszupacken. Das ist ja jetzt nur leider vorbei. Ja, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr wirklich nochmal. Aufmachen. Mal gucken, was du mir hier noch eingepackt hast. So. Finde ich auch eine coole Idee, was einzupacken. Ah, was Süßes. Na komm. Kann man lieber. So, und zwar haben wir noch einen Raffaello. Die mag ich auch sehr gerne. Danke. Schön. Die werde ich bestimmt nachher noch gleich essen. Ja, und jetzt muss ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei allen Mitgliedern, die mitgemacht haben beim Tausch-Adventskalender, weil es ist wirklich sehr schön geworden, was ihr so alles gemacht habt und so. Also ich freue mich da wirklich drüber. Ich werde auch im Laufe der nächsten Tage noch ein Video hochladen mit meinen Sachen, die ich für diesen Kalender gemacht habe. Ja, das seht ihr dann, was ich dann gemacht habe. ja, herzlichen Dank, dass ihr alle teilgenommen habt. Ich hoffe, ihr habt euch auch alle sehr gefreut, die Sachen auspacken zu können. Ich habe viel Spaß gehabt, auch beim Weiterschicken und so, beim Umpacken und so weiter. Und ja, vielleicht machen wir das nächstes Jahr wieder. Dann möchte ich noch dir, liebe Jennifer, herzlichen Dank sagen für diesen tollen Adventskalender. Es war wirklich bis jetzt so der beste, den ich bis jetzt hatte. Ja, also es kann gut sein, dass ich den nächstes Jahr bei dir nachkaufen werde. Vielleicht auch mal mit einem höheren Betrag noch. Muss ich mal sehen. Ja, und Scrapbook-Werkstatt, da werde ich nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt die anderen Videos ja gesehen. Es ist, einiges ist okay gewesen, so wie heute zum Beispiel. Also beim letzten Tag mit dem Washi-Tape. Andere Tage waren dann wieder kompletter Mist eigentlich. So wie dieser eine Tag mit 4 Einzelteilen. Ja, ich finde, dieser Kalender lohnt sich definitiv nicht von der Scrapbook-Werkstatt. Weil es kommt einfach nicht an den Wert ran, finde ich. Was sie dafür haben wollen. Also ich habe 30 Euro bezahlt für diesen Kalender und dann bekommt man wirklich nur so eine, ja, Kaffeefilter mit Kleinigkeiten drin. Finde ich nicht gerechtfertigt, bin ich ganz ehrlich.
Und ich werde den definitiv nicht nochmal nachkaufen. Auch jemand, mit dem ich mich besprochen habe aus meiner Gruppe, die hat auch diesen Kalender gekauft. Ich habe ja jetzt den ganzes Jahr gehabt und sie hat den Weihnachtskalender gehabt und sie hat ehrlich gesagt noch mehr Schrott drin gehabt wie ich. Weil sie hat den vorher ausgepackt, sie hat mir die Fotos geschickt, was sie alles drin hatte und es ist wirklich nicht gerechtfertigt. Also nein, definitiv nicht. Ich weiß nicht, was sie sich da einbilden und ja. Ich sage dann jetzt nicht mehr viel zu. Ich möchte auf jeden Fall allen noch herzlich danken dafür, für den Adventskalender und so weiter, alles und so. Und ich möchte euch auf jeden Fall frohe Weihnachten wünschen und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr nochmal, falls wir uns nicht mehr weiter hören oder so. Ja, das war's eigentlich erstmal wieder von mir. Wir sehen uns dann auf jeden Fall spätestens im neuen Jahr mit neuen Videos. Und ja. Tschüss.